Hey Leute und willkommen zurück auf The Mousecraft zu einem weiteren Video. Und zwar heute mal was ganz Spezielles, und zwar zu einer Reaction. Und zwar zu dem Video von dem lieben The Youcraft vom Redstone Restaurant bei The Mousecraft. Das Redstone Restaurant ist ein Projekt von mir, was ich vor langer Zeit schon beendet habe. Habe ich vor langer Zeit schon eingesendet. Und das Video ist auch schon sehr lange her. Also es ist Anfang 2018, wir sind schon Anfang 2019, sehen wir hier unten. Was ist das überhaupt hier, was ich gucke? Und ja, er hat damals mein Redstone Restaurant vorgestellt. Ich wollte schon immer mal dazu ein Video machen. Ihr wolltet das auch. Ich hab's öfters in den Kommentaren gelesen. Aber bin nie dazu gekommen. Und jetzt, ja, komm, hatte ich mal Lust. Hab ich das gemacht direkt. Und ich hab schon alles eingestellt. Super. Hier das Video von The Youcraft direkt geöffnet. Und da reagieren wir mal drauf. Ich hab's mir natürlich angeguckt, schon zwei oder drei Mal genau analysiert. Und jetzt machen wir das mal vor Kamera. Also vor Mikrofon besser gesagt. Und guck mal, was er da gemacht hat. Und los geht's. Erstmal das Intro. Ich guck mal, ob es gut hörbar ist. Ja, sollte es sein. Etwas leiser mache ich es noch. Und los geht's, Leute. Ich bin ruhig. Erstmal. Hallo Leute, und willkommen zurück auf Redstone. Bei diesem ganz speziellen Video. Was? Ich weiß nicht, ob ihr das hört im Hintergrund. Hallo Leute, aber da hat er mich reingeschnitten von meinem Video. Da war man schon immer noch kacke. Da hat er einen Teil von meinem Video reingeschnitten. Geil, der Youcraft. Also vielleicht siehst du es ja. Vielleicht auch. Ich wette mal, du siehst es nicht, aber vielleicht ja. Also weiter geht's. Auf The Joecraft. Und was ihr gerade gehört habt, kommt aus diesem Video, denn wir befinden uns in... Sag ich doch, ich hab recht, ich weiß es doch. Das ist ein Video hier. Da hatte ich noch 61 Abonnenten. Das ist traurig. 61 Abonnenten. Und jetzt habe ich... Aber damals kommt es mir richtig groß vor. Jetzt habe ich 317 gerade euch noch geguckt. Weiß nicht, wann ihr das jetzt seht. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. Und ja, weiter geht's. Einer weiteren Folge eurer Einsendung, und The Marius Craft hat eingesendet ein Restaurant, und er hat in diesem Video das mal kurz vorgestellt. Ihr findet sein Kanallink eigentlich auch in der Videobeschreibung, oder findet ihr das? Ist ja ganz wichtig, dass ihr mich abonniert auch auf jeden Fall. Danke an The Youcraft, denn durch The Youcraft bin ich von 60 Abonnenten auf 100 irgendwas hochgegangen. Also es war mein großer Schritt, der mich auch richtig vorgebracht hat, und ich denke, deswegen bin ich auch jetzt so vorangekommen, sagen wir mal so. Ja, findet ihr auf jeden Fall, dort findet ihr das Video. Ja, wie kompliziert. Also, Folge Nummer 47, eure Einsendung. The Marius Craft hat eingeschickt ein Bauwerk, welches gebaut worden ist von The Marius Craft, The Minor Tech und MK7 Daniel. Ja, wir haben alles zusammen, wir haben es damals alles zusammen gebaut. Und ja, das Video ist natürlich auch in der Videobeschreibung, habe ich vergessen zu sagen. Warte jetzt. Auch. Ich werde die ganze Zeit meinen Senf dazu gehen. Und das ist das Redstone Restaurant. Ja, richtig geil. Habe ich noch die Welt bei mir auf dem Kanal, könnt ihr irgendwo runterladen, weiß nicht. Wenn ihr wollt, kann ich euch nochmal den Download hingeben. Restaurant. Hallo Besucher. Das ist mein Redstone-Restaurant mit zwei Hotelzimmern. Bitte gebe die Welt nicht als deine aus. Wir arbeiten, blablabla. Ist ja klar, Leute. Bei mir sollte das klar sein, was ich das nicht tue. Geplant wurde alles von The Marius Craft, gebaut von The Marius Craft, MK7 Daniel und The Minor Tech. Das Projekt habe ich alleine begonnen und habe es mit ein paar Helfern zu Ende gebaut. Das würde mich freuen, wenn du auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust. Bis dahin, danke. Das gucken wir mal. Ob ihr vorbeischaut, werdet ihr selber entscheiden können. Aber erstmal wird das hier... Es sieht so aus, als hätten viele geguckt. Vorgestellt, und es sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus. Das heißt, die Bauer haben eine ganze tolle Arbeit gemacht. Also die Fassade hat nur Daniel gebaut eigentlich. Also ich habe nur ein bisschen die Idee gehabt. Außen hat eigentlich nur Daniel gebaut. Wir gucken uns gleich auch die Kommentare an, aber wir gucken erstmal das Video an. So, und hier ist der offige Eingang. Das ist cool, das ist nice gemacht mit den Gradzahlen als Nagel quasi. So, Besitzerschlüssel. Brauche ich. Will ich? Habe ich. Sagen wir noch, herzlich willkommen, und wir können hereinspazieren in das Restaurant. Speisesaal 2 und zum Hotel. Sehr schön, endlich. Oh, ich liebe es, wenn Sachen eine Struktur haben, dass man, Ich eigentlich auch, ich habe noch hier auf Papier damals noch gezeichnet, wie es sein soll. Direkt noch bevor irgendwas stand vom Restaurant, hatte ich das schon klar, wie es sein wird später. Dass es nicht so unübersichtlich ist. Das hier hat eine Struktur, das merkt man auch sofort. Hier ist eine geplante Struktur. Also der Marius Craft hat sich hier wohl Mühe gegeben. Also den Marius Craft richtig auszusprechen? Ja, Marius Craft hat sich Mühe gegeben, dass hier... Ich korrigiere, The Marius Craft. ...strukturell aufzubauen. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch immer in den Freizeitpark. Ich mache die Strukturen so, und Dakina macht das Design. Es ist wichtig, dass man sich zurechtfindet. So. Und aktuell... Und deswegen habe ich mich im Review dreimal verlaufen. Im Review vom Freizeitpark habe ich gemacht. Habe ich mich auch dreimal verlaufen. Genau deswegen. Noch hier zurecht. Hier sehen Sie Ihr Essen. Okay, essen, wunderbar. Wenn Lampe an, ist der Raum besetzt. Kurz warten, Speisen dort bestellen. Soweit verstanden. Ja, mit dem Speisesaal 1 und Speisesaal zum Hotel. Dann checken wir erstmal im Hotel ein. Genau, da folgen wir dem Speisesaal. Hier sehen Sie Ihr Essen. Da kann ich wahrscheinlich nichts machen. Nein, das ist nur eine Essensanzeige. Ausgang, und dann gucken wir mal, wo es zum Hotel geht. Was haben wir hier? Eine Garderobe. Ui, das ist schön eingerichtet. Ehrlich, mit den Kissen auf den Plätzen.
der Blumen in der Mitte eine kleine Tisch. Hat auch alles am Kasim Daniel gebaut. Stecke da noch. Das ist schön. Das ist wirklich schön eingerichtet. So, hier haben wir die Bilder des ganzen Projektes. Hallo zusammen. Darf ich mich mal neben euch stellen? Ja, ich darf mich bestimmt mal neben euch stellen. Ne? Hallo. Juhu. Ah, guck mal, der kleine The Jawcraft neben den großen Bildern. So. Ja, toll. Werbung. Das finde ich ganz geil von YouTube. Wenn man einmal eine Werbung hat, wenn man einmal ein Video hochgeht, dann kommt sofort Werbung. Und was haben wir hier? Zum Hotel, Ausgang zum Hotel. Okay. Ausgang. Wir haben Jiggies, wir haben Aufzug, Hotel auf Aufzug, kein Ausgang. Das ist nur ein Durchgang wahrscheinlich. Hey, wie, was, wo, was? Kein Speisesaal 2, Speisesaal 1. Alles klar. Okay, das könnte man vielleicht nochmal von der Struktur anders machen. Okay, das Hotel scheint wohl in einem anderen Stockwerk lokalisiert zu sein, und zwar im oberen Stockwerk. Ausstieg zur Fahrt Richtung rechts. So, zum Hotel. Wunderbar. Das zweite Stockwerk ist dann wohl das Gesamthotel dieser Anlage. Aha, wir haben hier... Oh, ein Schachtisch. Wer hat denn das gemacht? Wie hat er das gemacht? Oh. Und ich kenne das Video. Er sagt jetzt mit Leaves. Das ist... Und 70% aller Kommentare waren einfach mit Kettenhelm. Oh. Es ist ja brillant. Brillant, liebe Leute. Danke. Vielen Dank. Es ist Leaves. Es sind Blätter. Mit dem Amos. Kettenhelm. Und so gut platziert, das ist brillant. Mache ich gleich einen Screenshot von. Werde ich mal gleich Sergius weiterschicken. Ja, so kopieren wir uns die Ideen ab. Danke. Vielen Dank, ehrlich. Ultra creepy, cringy, like. Oh, ist das. Bitte. Sag, mach mich stolz. Ja, ich mach dich stolz. Mach mich stolz. Ja! Er macht mich stolz. Du machst mich stolz. Ja, er macht mich stolz. Wunderbar. Schön, sehr schön. Super, jetzt bist du froh. Schön, es passiert nachts was. Herrlich. Freut mich, wenn ich Leute freuen kann. Hotelschlüsselverkauf. Was haben wir hier? VIP und Admin. Ich bin VIP-Berechtigter. Also, her damit. Yes. VIP-Lounge mit nix. Nix, keine Ahnung. Oh, wie haben die das gemacht? Ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, Josef spielt zum ersten Mal Minecraft. Wie haben sie das gemacht? Maps. Ja, super, cool, ey. Minecraft Maps, natürlich. Ah, nice. Zum Lager. Ah, es sieht schön aus. Es ist ein IMS-Lager. Oh. Der freut sich ja richtig. Das Restaurant gefällt mir. Ja. Weiter geht's. Ich mag's. Gefällt mir. Es gibt Einsendungen, die mag ich von Anfang an. Also, da gehe ich. Danke. Vielen Dank. Brauche ich nicht lange und stelle fest, ich mag die. Die gefällt mir. Ist gut. Der Farm. Die besteht nur aus Redstone-Technik. Kein Command-Block drin. Geiles Ding. Cookie, ja, können wir eben überprüfen. Ein Eisen gleich ein Cookie. Dann machen wir Iron Man. Ich hätte gerne einen Iron Man. Machen wir einmal so. Schupp, zack, rein. Ey, ich habe noch Q gedrückt. Irone. So, wie ironisch. So, und, aha, cool. Cookie. Wunderbar, funktioniert. So, Hotel. 2 Emeralds plus Pfand. Mhm. Ich habe Angst, dass er gleich da ranwirft. Emeralds. 2 Emeralds. Teilschluss Rückgabe plus. Hä? Rechts, lauf nach rechts, lauf nach rechts. Hier bitte 3 Emeralds einzahlen. Ach so, verstanden. 1, 2, 3, okay, wahrscheinlich bekomme ich jetzt einen Hotelschlüssel. Wo kommt der her? Da kommt der her. Raffiniert. Und wir haben Zimmer Nummer 2 bekommen. Schön. Na, es muss doch gar nicht so kompliziert sein. Manchmal gehen die einfachen Sachen auch. Wie schön sind die Zimmer da eingerichtet? Zimmer 2? Ne, wenn man mal übernachten möchte, finde ich eine coole Idee. So ein kleines Motel ist das quasi. Was haben wir hier dahinter? Das ist wahrscheinlich gehört zum Badezimmer. Oh, schön eingerichtet. Müll gibt es auch noch und es gibt ein Badezimmer. Ja, es ist ein kleines, aber feines Hotel. Macht genau das, was das Hotel machen soll. Wunderbar. Es gibt sogar ein Klopapier. Ha, supi. Nice gemacht. Coole Idee. Ja, schön. Mhm. Ja, kann man dran. Schade. Könnte man sonst locken den Spender mit. Also kleiner Tipp, ne? Wenn man nicht einen Spender. Ich kenn's, musst du mir nicht sagen. Guckt ihr auf den Spender, macht Slash. Das wird sich leider ändern. Wenn ihr in der 1.13 seid, dann ist das nicht mehr der Command. Aber inzwischen ist das Restaurant auf 1.13 upgraded worden. In der 1.12 geht das noch mit Block Data. In der 1.13 geht das nur noch mit Data. Da. Und dann gebt ihr dahinter ein irgendwie. Nee, das hier geht nicht. Block, ich bin vom Handy einfach, dass wir springen jetzt, ja? Irgendwie wild auf die Taste, macht so und fertig. So. Keine Ahnung, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das weiß ich auch nicht auswendig. So, schönes Hotelzimmer. Ich möchte jetzt den Schlüssel noch zurückgeben.
Das ist tatsächlich sehr realistisch. Fortnite-Werbung. Das passiert schon mal ab und zu, dass man Restaurants, also gute Restaurants, auch gleich ein Hotel mit haben. Für den Fall der Fälle, dass dass Gäste ein bisschen länger verweilen oder so, dass es da die Möglichkeit gibt, die auch zu beherbergen. Wunderbar, überprüfen erfolgreich und ich kriege 2 Emeralds Pfand zurück. Das ist eine wunderschön funktionierende Technik, die macht absolut zuverlässig das, was sie soll. Sieht gut aus, Hotel schön gemacht. Den Eingang des Hotels hätte ich irgendwie verschoben, dass man nicht durchs halbe Restaurant laufen muss, um ins Hotel zu kommen. Das ist schon ein bisschen unübersichtlich, aber ja, komm, das ist jetzt klein, das ist pingelig von mir. So, ich gehe hier rein, dadurch geht das hier an. Wenn Lampe an ist, der Raum besetzt, kurz warten. Okay, ist da auch ein Idiot? Das gucken wir nachher. Vielleicht gucken wir es nachher. So. Jede Auswahl 2 Sekunden warten. 1, 2. 1, 2. 1. Ich muss gleich warten. Sorry. 2. 1, 2. Einmal Emerald wird akzeptiert. Einmal Eisen oder einmal Gold oder einmal Emerald. Jetzt merkt er. Oh, scheiße. Oh. Ja, Moment. Erst bezahlen und dann drücken. Oder wie? Mhm. Okay, Essensausgabe. Okay, dann geht das immer nur mit einem. Danke für Ihren Besuch. Alles klar. Und dann kann ich in den Speisesaal gehen und dann wunderbar was essen gehen. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wieso heißt es, hier sehen Sie Ihr Essen? War ein Fehler, soll es nicht essen, sondern der Auswahl vom Restaurant wird auch jede 5 Minuten ersetzt. Also ist man einfach nur sieht, was es gibt. Ihr Essen. Wie Ihr Essen. Ist das einfach das Essen, was hier angeboten wird im Restaurant, oder wie? Ja, ist es. Habe ich noch nicht ganz verstanden. So, also. Also. Ist hier ein Idiotenschutz drin? Eben überprüfen. Wird ein Kondensator geladen? Nein, wird es nicht, oder? Doch, wird. Das ist auch nur hinten versteckt. Sieht nicht danach aus. Also, oder? Doch, wird er. Ich muss mal kurz verstehen, was diese Technik hier alles macht. Das verstehe ich nicht. Ja, weil das wir wollten es kompakt bauen. Das ist IFS-Technik, das ist die Bezahlungstechnik, das ist die Ausgabetechnik und das ist die für die automatischen Nachladen von den Items-Technik. Das ist so kompliziert, diese Technik. Die Hoteltechnik hat bestens funktioniert. Aber kann ich denn nicht mehrere Items auswählen? Ich dachte, ich kann mehrere Items auswählen. Gibt es hier auch kein How-To oder irgendwas nicht erklärt. Wenn Lampen angehen, kannst du die eine Speise auswählen. Wenn du mehrere gleichzeitig reinwirfst, kannst du auch mehrere Knöpfe drücken. Alles klar. Pro Speise ein Emerald. Ah, okay. Das heißt 1, 2, 3. Schlupp. Und jetzt kann ich 3 Speisen mir auswählen. Erste Speise. Zweite Speise. Dritte Speise. Und dann gehen die Lampen aus. Ja, sehr gut. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Man bezahlt was. Von der Währung her ist das ein bisschen unfair. Denn ja, ist wahr, ist mir auch danach erst aufgefallen nach Verwendung. Ist auch in der 1.13.2 Version nicht mehr so. Ich meine, ein Eisen hat einen deutlich wenigeren Wert als ein Gold und ein Gold hat. Nicht bei mir! Einen wenigeren Wert als ein Emerald. Deshalb hätte ich das ein bisschen nochmal umgeändert, dass man vielleicht 4 Eisen, 2 Gold oder ein Emerald. Aber gut, ist ein bisschen schwieriger. Kann man die Lampen an- und ausmachen? Es wäre lustig, wenn das ginge. Müsste aber eigentlich möglich sein mit so einem Knopf darunter. Müsste man einen Flipflop und so. Ja gut, aber trotzdem. Ja, schön. Ich beschwere mich überhaupt nicht. Alles wunderbar. Okay, das Ding hier ist nur eine Anzeige. Die Anzeige, was für ein Essen verfügbar ist. Hier. Sehr schön. Ja, das war's auch schon. Wir sind durch. Du hast die Farm noch nicht gesehen. Genau 10 Minuten. Na, der klassische YouTuber spricht aus mir, ne? Genau 10 Minuten Video. Hahaha. Das war unbeabsichtigt. Nein, wir können ja meinetwegen nochmal kurz in die Technik reinfliegen, weil ich möchte nicht, dass das Video genau 10 Minuten lang ist, weil dann denkt jeder, guck mal, das Video nur 10 Minuten, guck doch mal nach oben aufs Dach. Man sieht hier, wir haben automatische Farmsysteme, wir haben Wolle wird benutzt zum, Kohle. Die wird wahrscheinlich gespawnt. Oh, guck mal, oben auf dem Dach hätte man auch mal drauf gucken können. Das sind die ganzen Farmen, die das alles möglich machen. Geile Sache auf jeden Fall, dass er sich auch so viel Mühe gemacht hat, so viele Farmen zu bauen. Danke. Alles. Also es ist ein wunderschönes. Die habe ich gebaut. Und es gab mal einen Hackerangriff auf den Server, also Hackerangriff. Irgendjemand ist draufgekommen, hat es gemacht. Es gab keine Wireless, also. Irgendjemand ist draufgekommen, hat TNT gesprengt, fertig. Und ja. Gebäude sieht cool aus, toll designt, Technik funktioniert. Danke. Funktioniert, absolut gut gemacht. Mir fällt auf, dass die Striche von den Pausen direkt in den Augen bei ihm sind. Ein Punkt Abzug von mir, wenn man das vielleicht noch ein bisschen hätte anders aufbauen können, aber... Ist wahr, also ich habe gedacht, doch wirklich da, wo der Eingang ist, also da vorne direkt den Fahrstuhl nach vorne zu versetzen.
Habe ich schon mal dran gedacht, aber naja, wäre viel Theater. Ist in allen eine sehr gute Einsendung. Ihr könnt das einfach nehmen, Danke. Fall kopieren, einfügen. Das ist schön mit MCL einfügbar. Und ja, dürft ihr. Auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Ja, super. Lohnt sich auf jeden Fall. Denn und auf meinem Discord. Ahnung und weiß, was er tut. Und das ist für mich das Wichtigste. Liebe Leute, macht's gut, bis bald und ciao. So, wir machen es so. Jetzt anhalten. Wir wollen ja nicht seine Videos sehen. Und wir gucken mal in die Kommentare, was die Leute so schreiben. Hier ist auch mein Kommentar von. Geiles Review, habt ihr dran. Ja, ein bisschen von mir. 44 Daumen nach oben. Kann. Guck mal, wir gucken mal. Das mit Schachbrett, Kettenhelm, PS4, okay. Restaurant, Daniel hat auch mal geschrieben. Habe ich ihm auch mal geantwortet, dass es ganz gut ist. Das sind keine Blätter. Cooles Bild, gutes Video. Erster, okay. Das habe ich auch geantwortet. Jos, Schachtest, das ist nicht mit Leaves. Habe ich alles Dislike, sowas. Armor Stance. Schachbrett, lel. Keine Leaves. Ich sag doch. 90% aller Kommentare sind sowas. Leaves. Schade, es möchte so gerne Ansagen schicken, aber okay, Minecraft.be. Ihr könnt ja gerne bei mir was ansenden. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Das ist nicht vom. Ich weiß gar nicht, was der Redstone Tempel ist. Habe ich auch damals geschrieben. Ich gar nicht weiß. Ich habe die Tage noch Kommentare da geantwortet. 70% der Kommentare. Meine Antwort: 70, 90. Emerald sind billig wegen billiger. Ja, es war gut. Gefällt mir der Kommentar. Gibt ja wirklich 2 Tickets zu Emerald, 1 Ticket zurück. Hä? Gab es da wirklich 2 Tickets für 2 Emerald und wenn man ein Ticket zurückgekommen, dann wieder. Nein. 3 ran und 2 zurück. Okay. Naja. Tickets, Hotelschlüssel. Ja, vor allem wenn du so kompakt. Die hat der Mantech damals gemacht. Die war echt kompakt, also episch. Wer dachte auch, das wäre der Bruder? Ich nicht. Lieber Deocraft. Fertig bis ja. Kettenhelm, nicht Blätter, Download, Schiff rum. Ja, vom Ritzschiff hat er irgendwann. Kettenhelm, Blitz, Scherz. Kennst du FTB-Mod? Ja, macht er auch gerade. Empfehlenswert PC zu kaufen. Ja, habe ich damals geantwortet? Ja, wie ich meine. Meiner ist aktuell. Ist ähnlich wie der von der Ucraft, nur etwas neuer. Eigentlich Belastung ist identisch, nur grafisch, technisch etwas weiter voran. Ucraft, die Ucraft. Wo man aussucht. Das macht. Guck doch das vom Restaurant ab. Bitte. Mach's doch einfach. Habe ich hier auch geantwortet. Slash Spawnpoint. Endlich ein Restaurant. Danke. Nice Restaurant auf hohem Niveau. Wie viele Kommentare gibt's überhaupt hier? Ich hoffe nicht 3000 irgendwie da. Nein, 169 Kommentare. Dann gehen wir ein bisschen runter so. Kettenhelm, Schachbrett und jetzt beginnt alles mit Kettenhelm, Schachbrett, Kettenhelm, cool. Welt ansenden, wenn du mich anpinnst, esse ich Bissen. Welches ein also der ist den Besen von der Ucraft, super, kann er machen. Lol, 26, 3.3., jetzt kommt alles sowas. Und das wär's gewesen, Leute. Auch mit diesem wunderschönen Video, ich kann ja. Na oh, komm, den Outro-Song hier abspielen. Komm jetzt, oh, ich bin zu blöd dafür. Ich kann auch den Outro-Song abspielen lassen hier für den Deocraft, so ein bisschen leiser sogar. Und ja, Leute, das wäre es gewesen mit diesem Video. Warte, ich mache ihn ganz aus. Das nervt mich. Das wäre es jetzt gewesen mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe eine Reaction dazu gemacht, zu der Einsendung, die ich mal bei Deocraft gemacht habe, auch schon vor langer Zeit. Habe ich mal gemacht. Und ja, Leute, das wäre es auch gewesen mit diesem Video. Eure Meinung zu meiner Reaction zu dem Video von Deocraft, gerne in die Kommentare. Vielleicht sieht es ja Deocraft, zufällig passiert hier was und er sieht das. Und ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald und ciao, Leute.